Herzlich willkommen zu Siberia Teil 2. Hier ist die Goretti. Ja, beim letzten Mal sind wir aus der Jukolstadt hinausgefahren mit dem Schiff und wir sind daraufhin irgendwo auf Backeis gestrandet, bedingt dadurch, dass hier der Ivan Burgov sein Unwesen treibt, dieser Verbrecher. Verdammte Mechanik! Wie funktioniert das? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Bloß nicht von vorn. Ich muss ihn irgendwie überrumpeln. Genau, wir müssen ihn irgendwie überrumpeln. Hans, hast du noch eine Idee vielleicht? Ach, jemine. Ivan Burgov soll sehen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Wir überlisten ihn, Kate. Ja, das schaffen wir, Hans. So, und hier hinten war jetzt irgendwie noch so eine Tür. Ist nur die Frage, was kann ich jetzt hier tatsächlich machen? Dieses Segel ist vielleicht meine Rettung. Vielleicht deine Rettung. Hier ist ein Hebel. Wenn ich da dran ziehe, nichts passiert. Da kann ich mir noch irgendetwas näher anschauen. Dann machen wir das auch mal. Ei, guck mal, hier muss ich wohl was dran machen. Nein, das funktioniert. Das funktioniert so wohl nicht. Okay. Entschuldigung. Können wir noch mal hinaus aufs Packeis? Auf diese Eisplatte tritt man besser nicht mehr. Okay. War hier hinten noch irgendetwas? Ich hatte mich ja, glaube ich, in der letzten Folge hatten wir diese Bilder hier uns beguckt. Aber hier ist auf dieser Seite zumindest nichts. Ich muss irgendetwas finden, was ich da dran machen kann. Hier ist soweit auch rein gar nichts. Schön. Eieiei. Das ist ja wieder hervorragend, Kate. Hier vorne irgendetwas. Irgendetwas. Nein, wir können nur wieder hier rein. Das ist wieder eine schwere Geburt. Hans, jetzt hilf mir doch mal, Mensch. Wenn Ivan Burgov glaubt, er sei der Schlauere, dann kennt er mich aber schlecht. Ja, Kate. Ivan Burgov verdient es nicht, Siberia zu sehen. Da sind wir einer Meinung, Hans. Einer Meinung. Dieser Ivan wird noch sein blaues Wunder erleben, Hans. Wir sind vielleicht nicht so stark wie er. Aber Hans Vorarlberg und Kate Walker sind schlau. Sehr schlau. Ist ja geil, die Sprüche habe ich mir noch nie angehört. Sagst du noch mehr? Dieser Ivan wird uns noch kennenlernen, Hans. Den überrumpeln wir. Vorsicht, Kate. Er könnte uns was antun. Na, wir haben doch keine Angst, Hans. Ich sorge schon dafür, dass wir diesen gemeinen Kerl loswerden. Ja, es reicht allmählich. Ich sorge schon dafür, dass wir... Vorsicht, Kate. Er könnte uns was antun. Ja gut, jetzt wiederholt es sich nur noch. Okay, warte. Warte. Hier ist noch eine Leiter. Die hätte ich ja fast übersehen. Hätte ich mir denken können. Ivan war hier versteckt. Ach, der war dort versteckt. Ich hätte gedacht, der war da hinten versteckt. Ah, hier ist der Anker. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Ja, aber wie lösen wir das Problem? Kate, was ist das da? Ach, das scheint ja sowas wie ein Haken zu sein, ne? Elfenbeinhaken, sehr schön. Den können wir doch sicherlich da unten an das Ding festmachen. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Ja, aber können wir hier nicht irgendetwas machen? Weil ich befürchte, wenn wir da einfach das Segel setzen... Nee, aber hier ist nichts. Guck mal da hinten, die Pinguine und so. Super. Zuckersüß. Versuchen wir unser Glück. Ich weiß es nicht. Also dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten, aber mehr sagt sie auch nicht. Ich denke, dass wir diesen Haken sicherlich hier draufstellen können. Dranhängen können. Ah, okay. Ja, gut. Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass das Segel... War da noch was? Nein.
Gut, dann ziehen wir mal an dem Hebel, mal gucken, was passiert. Tschüss, Ivan. Ach, das war's. Jetzt setzt sich die Arche wieder in Bewegung. Oh oh, das solltest du nicht tun, Ivan. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von Pinguinen tot gepickt. Oder er ist doch noch entkommen. So wie ich ihn kenne, wird er sicherlich doch noch entkommen sein. Der kleine Verbrecher. Oh oh, es fängt an zu stürmen. Oh, ich genieße wirklich diese Videos. Einfach, aber total schön gemacht. Ah, da ist wieder unsere Eule. Ja. Hans weiß scheinbar absolut, wo es lang geht. Gehe ich mal von aus. Ja, Hans? Ja, jetzt stehen wir hier. Hä? Wo geht's denn da lang? Ach, da gehen wir jetzt auch selber runter von Bord. Okay. Aber hier oben irgendwo stand, hat man doch ein Mannequin gesehen. Das heißt, diese Insel ist scheinbar nicht unbewohnt. Ah ja, war schon klar. Guck mal hier, eine Mammutstatue. Ach, das ist eine Treppe nach unten. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da hinten sieht man jetzt das Mammut. Ah, hier ist eine Kiste. Warte mal, warte mal. Nee, da geht's nur wieder zurück. Oh, da war doch noch was. War da nicht gerade so ein... Tun wir nix? Tun wir was? Tun wir nix? Hä? Okay. Steintafeln. Aha. Drei Stück an der Zahl. 1, 2, 3 Steintafeln. Sehr schön. Wofür auch immer. Nicht wahr? Gut, aber mehr kann ich hier nicht tun. Und wir haben uns jetzt einfach diese Steintafeln genommen. Ich weiß nicht, ob das so rechtens war. Hops, Entschuldigung. Okay, ja, meine Stimme versagt aber sehr oft. Das ist ja gruselig. Den Ivan sind wir ganz gut losgeworden, ne? Muss ich sagen. Wo sind wir denn? Halt, Kate, da war was. Ach, noch mehr Steintafeln. Und das hier ist dieses Blaugras, von dem wir schon mal in einem Buch gelesen haben, oder? Notizen des Mönches. Wenn wir uns das nämlich angucken... Ich weiß gar nicht, hatte ich das damals vorgelesen oder einfach nur so rumgeblättert? Das war was über Yukis und was weiß ich. Ach, guck mal. Rittermaske der Yukol. Ja, okay. Darüber hatten wir ja auch was gelesen. Ah, das ist schon wieder ein bisschen länger her. Und irgendwo stand hier aber auch was über Blaugras. Ach, der Mammuts. Und der Mammuts reiten. Das will ja der Hans unbedingt, unbedingt. Blaugras, sag ich doch. Blaugras. Gut. Können wir davon was pflücken? Nein.
Das können wir wiederum nicht. Okay. Dann, das war's hier, ne? Gut, weiter geht's. Die Geräusche sind ein bisschen urig hier, ne? Hier gackert die ganze Zeit irgendein Vogel, was auch immer. So, bevor wir hier wieder weitergehen, schauen wir uns hier auch nochmal kurz um. Ja, hier oben werden wir an nichts drankommen, das glaube ich nicht, ne? Okay. Weitergehen, Kate? Ja. Ach, da ist Hans. Und hier stehen wir vor einem geschlossenen Tor. Reden wir doch erstmal mit Hans. Hans, wir haben deine Insel erreicht. Wir sind da. Siberia. Und die Mammuts? Etwas weiter. Hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Ja. Sonst hast du nichts mehr zu sagen? Hinter diesem Tor liegt die Ebene der Mammuts. Das ist doch bloß ein Tor. Man braucht nur hinter das Geheimnis des Mechanismus zu kommen. Der Tormechanismus. Können Sie ihn betätigen, Kate? Ein Yukol-Mechanismus, nehme ich an. Kate, die Mammuts sind auf der anderen Seite des Tors. Können Sie es aufmachen? Irgendwie bekomme ich das Tor schon auf. Der Tormechanismus. Können Sie ihn betätigen, Kate? Ein Yukol-Mechanismus, nehme ich an. Gut, jetzt wiederholt sich das auch wieder. Ja, ein Yukol-Mechanismus. Das ist toll, aber hier doch da. Da kann ich was machen. Okay, hier hängt jetzt wieder so eine Hamsterrolle. Heißt das, wir brauchen unseren Yuki? Es scheint so, wir werden wohl unseren Yuki brauchen. Wenn ich das nochmal betätige? Das muss ich nicht machen. Ja, wunderbar. Gut, das heißt, wir brauchen unseren Yuki. Aber irgendwo war doch hier noch so ein Mensch. Was weiß ich. Ah, diese Blaugrasfelder, ne? Weiter geht's, Kate. Komm. Na, laufen wir ein bisschen schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hier. Hier komme ich, glaube ich, zum Schiff, ne? Da ging's die Treppe runter. Vielleicht kann ich mir ja mal die Wege so merken, so ein bisschen. Geringfügig. Hier rechts geht's auch noch weiter, okay. Und, wie wir sehen wir eine Leiter. Okay, rauf da. Sag ich doch, ich hatte jemanden gesehen. Ja, mit dem sprechen wir sofort. Ich will nur mal gucken, ob wir hier was finden. Hallo, mein Freund. Ach du meine Güte, das war nur noch ein Skelett. Ein mumifiziertes irgendwas. Und überall Fliegen. Was hast du denn aufgehoben, Kate? Yukol-Medaillon. Ach je, hier sind ganz viele Zeichen. Und hier sind ganz viele Zeichen. Haben wir sonst noch irgendetwas hier? Nein. Ja, dieses Ding mit dem Kopf, da müssen wir uns auch, glaube ich, nicht nochmal angucken. Eieieiei. Gruselig. Gut, dann holen wir uns mal unseren Yuki. Und gucken, ob der uns die Bahn öffnen kann. Nicht die Bahn, sondern das Tor. So, Yuki, bist du jetzt endlich mal wach hier? Müssen wir ihn vielleicht noch locken mit irgendwas? Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Ach, herrje, jetzt müssen wir den Yuki auch noch mit irgendetwas rauslocken. Hm.
Finden wir hier oben wieder irgendwas? Ach, das können wir jetzt noch nicht einmal mehr betätigen. Okay. Gut, dann ist das nicht des Rätsels Lösung. Haben wir denn schon irgendwas in unserem Inventar, was wir benutzen könnten? Ne, wir haben nur diese Steine. Und sonst rein gar nichts. Gut, dann gehen wir mal hier hinten rein. Vielleicht war hier hinten noch irgendwas. Halt, da war doch was. Shit, Kate, zurück. Geh mal zurück. Ich hatte das Gefühl, da hat sich die hier irgendwo zu einer Lupe verändert. Nee, hat's nicht. Ich hab nur wieder... Doch, da! Nichts zu machen. Der Yuki schläft tief und fest. Hä? Das ging nur um den Yuki hier? Ja gut, dann geh da nochmal rein, Kate. Irgendetwas, womit wir Yuki-Lein auf Trab kriegen. Hier können wir jetzt nichts mehr machen. Und hier, ja, da sind die Bilder. Sonst auch nichts. Könnte es vielleicht irgendwas mit diesen Blaugrasfeldern, aber da konnten wir doch nichts pflücken. Ich stehe wieder auf dem Schlauch. Hier hinten irgendwas? Nein. Ja, aber wenn ich so auf meinen Wecker gucke, ne? Ist schon wieder fast eine Viertelstunde oder etwas mehr als eine Viertelstunde rum. Das heißt, ich werde auch jetzt hier wieder einen Schnitt setzen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt, bei Siberia Teil 2. Tschüss!